Hey Leute, ich habe ja in den letzten Jahren schon einige Praktika gemacht. Angefangen mit der Vorklinik, wo ich die ganzen Pflegepraktika gemacht habe. Dann in der Klinik die ganzen Formulaturen und Blockpraktika. Und jetzt auch noch das praktische Jahr. Dementsprechend habe ich schon einiges an Erfahrung und Wissen gesammelt, wie man sich in einem Praktikum verhalten soll. Deswegen gibt es heute von mir 5 goldene Regeln, wie du dich im Praktikum verhalten solltest. Viel Spaß! Wenn du dein Praktikum anfängst, dann lernst du natürlich erstmal jede Menge Leute kennen. Und da würde ich dir raten, dich wirklich im richtigen Moment erstmal bei den Leuten vorzustellen, mit deinem Namen, dann mit deiner Funktion. Was machst du überhaupt? Bist du PJ-Student? Bist du Formulant? Was auch immer. Sag, dass du neu hier bist. Und wenn du dann so ein bisschen kurz ins Gespräch gekommen bist, dann kannst du auch nochmal sagen, dass du dich freust, dass du auf dieser Station bist und dass du dir natürlich Mühe geben wirst, dich wirklich auch in dem Praktikum mit einzubringen. Das ist auf jeden Fall immer sehr gerne gesehen. Am Anfang ist es natürlich nicht leicht, sich wirklich so viele Namen zu merken. Ja, innerhalb von einer halben Stunde, Stunde hat man sicherlich 10 bis 20 Namen gehört. Und das wirklich alles zu merken, ist natürlich nicht einfach. Deswegen, wenn du den Namen beim ersten Mal nicht richtig verstanden hast, dann frag einfach nochmal nach, direkt im Anschluss. Dann wiederholt die Person natürlich nochmal den Namen. Du prägst dir natürlich den Namen dadurch besser ein. Wenn du dann noch ein bisschen gewitzter sein willst, sage ich mal, das mache ich teilweise, dass ich, nachdem ich das Gespräch hatte und kurz einen kleinen Moment habe für mich, dann schreibe ich das kurz in mein Handy oder kurz auf meinen Blog nochmal den Namen auf und vielleicht auch noch einfach direkt irgendwas, mit dem du den Namen der Person zuordnen kannst. Also zum Beispiel, wenn der Peter eine Glatze hat, dann schreibe ich mir hin, der mit der Glatze heißt Peter. So, und dadurch kannst du dir dann auch im Nachhinein einfach nochmal die ganzen Namen angucken und sie dir dadurch besser einprägen. Was merkst du dir bei mir? Kleiner Asiate? Lieber nur dein Abholen. Lieber nur dein Abholen. Genau. Okay. So, wenn man trotzdem sich nicht alle Namen merken konnte, dann kann man natürlich auch einfach einen Kollegen oder eine Kollegin, vielleicht ist er ja noch ein anderer PJ-Student oder ein anderer Formulant oder auch ein junger Assistenzarzt, mit dem ihr sofort irgendwie, sag ich mal, ein bisschen closer seid, dann könnt ihr den ja auch einfach nochmal fragen, wie denn die ganzen Kollegen hießen. Ja, oder man kann auch einfach nochmal zu den eigentlichen Ärzten hingehen oder auch zum Pflegepersonal noch ein zweites Mal nachfragen, wie die Personen denn überhaupt heißen, weil jeder hat dafür Verständnis, dass man sich nicht sofort alle Namen merken kann, wenn man selber neu ist. Beim Vorstellen wäre es zum Beispiel auch ganz hilfreich, dich eben nicht nur bei den Ärzten vorzustellen, sondern eben auch beim Pflegepersonal oder bei Sekretärinnen oder vielleicht auch an der Pforte oder in der Cafeteria oder zum Beispiel auch in der Radiologie, dass man überall mal seinen Namen sagt, vielleicht auch ein paar Namen noch irgendwo aufschnappt. Denn wenn man später irgendwie mal was von der Radiologie mal ganz schnell braucht, dann kann man vielleicht jemanden mal mit Namen anreden und dann ist derjenige oder diejenige auch eher gewollt, dir sofort irgendwas zu liefern. Zweitens, Fragen sind da, um sie zu stellen. Ja? Ihr werdet nichts lernen, wenn ihr einfach nur das macht, was euch aufgetragen wird, sondern wenn ihr irgendwie gerade auf Visite seid oder so, dann stellt auch eure Fragen. Natürlich nicht ununterbrochen, sodass die Ärzte jetzt irgendwie gestört sind oder wenn jetzt gerade die Ärzte in einem wichtigen Gespräch sind, dann würde ich die jetzt auch nicht gerade unterbrechen. Aber wenn kurz ein Moment ist, wo man wirklich gut fragen kann, das werdet ihr selber herausfinden, dann stellt eure Frage und achtet dabei auch auf die richtige Formulierung. Ja? Das ist ganz wichtig, denn es soll ja auch nicht so aussehen, als ob ihr gar keine Ahnung von dem Bereich habt, sondern dass ihr euch damit beschäftigt habt, aber einfach noch ein bisschen mehr über den Bereich wissen wollt. Ja? Also zeigt jetzt nicht unbedingt, dass ihr gar keine Ahnung von dem Thema habt. Wenn ihr dann wirklich keine Ahnung habt von dem Thema, dann könnt ihr ja zu Hause nochmal nachlesen oder gerade in einer ruhigen Minute auf der Station, dann macht euer Handy eben kurz auf. Wenn ihr im Arztzimmer seid, schaut bei Amboss nach oder nehmt euch einen Computer oder lest in einem Buch nach. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Drittens, respektiere deine Grenzen. Wenn du eine bestimmte Tätigkeit noch nie gemacht hast oder dir einfach unsicher bist, wie man sie wirklich ausführt, völlig egal, ob das jetzt Blut abnehmen ist, eine Nadel legen oder vielleicht ein Aszites punktieren oder irgendwas anderes, dann frag lieber nochmal nach, lass es dir lieber einmal mehr zeigen, ja, damit du das dann auch im Endeffekt wirklich richtig machst, ja, weil es ist teilweise wirklich nicht so einfach, selbst das Blut abnehmen, dass du alles in der richtigen Reihenfolge machst, weil am Ende, wenn du dann nicht desinfiziert hast oder irgendwelche anderen Sachen nicht gemacht hast, dann kann der Patient zu Schaden kommen und das wollen wir alle nicht. Deswegen sei da wirklich ehrlich, es wird dir auch niemand krumm nehmen, das ist ja ganz normal, wenn man gerade nur angefangen hat, dass man nicht sofort alles weiß, wo alles ist, wie alles genau hier durchgeführt wird. Ja? Deswegen sei ehrlich zu dir, sei ehrlich zum Personal und du wirst ein gutes Praktikum absolvieren. Viertens, lass dich nicht ausbeuten. Du bist im Praktikum, weil du was lernen sollst. Ja?
Deswegen lass dich nicht als billige oder kostenlose Arbeitskraft für irgendwelche Tätigkeiten ausnutzen, die sonst niemand machen will. Trotzdem solltest du natürlich Sachen machen wie Blut abnehmen, Vigos legen, Anamnesen machen, körperliche Untersuchungen, Arztbriefe schreiben etc. Ja? Das ist ganz wichtig, erstens für dich selber, weil bekanntlich Übung macht den Meister. Dass man das gut kann, ist für jeden Arzt wirklich gut und wichtig. Zum anderen nimmst du natürlich den Stationsärzten auch Arbeit ab. Dadurch sind die dir natürlich sehr dankbar. Die haben Zeit gewonnen und können dann wiederum die gewonnene Zeit in deine Ausbildung investieren. Genauso erfahre ich es gerade in der Charité in Berlin, dass ich zwar viele Sachen machen muss, ja, die, sag ich mal, so ein bisschen niedere Jobs sind, ja, wirklich viel Blut abnehmen, eine nach der nächsten. Auf der anderen Seite bekomme ich dann am Ende des Tages wirklich immer einige Sachen erklärt. Ich darf dann vielleicht mal eine Aszituspunktion selber machen oder etwas anderes. Und das ist wirklich ganz, ganz toll, ja, dieses Geben und Nehmen, dass man wirklich dem Arzt hilft und dafür aber auch viel Teaching, viel Learnings zurückbekommt. Und der fünfte und letzte Punkt ist, zeig Engagement und Lust aufs Arbeiten. Aber nimm dir auch deine eigene Zeit für dich. Denn du musst nicht als unbezahlte Arbeitskraft 50 oder 60 Stunden pro Woche arbeiten. In der Regel im praktischen Jahr sind es ungefähr 40 Stunden pro Woche, die du arbeiten solltest bzw. musst. Trotzdem kannst du dir auch immer noch Stunden nehmen zum Selbststudium. Ja, in Berlin zum Beispiel hat man pro Tag immer 2 Stunden zum Selbststudium und ansonsten 8 Stunden pro Tag arbeiten. Das heißt eigentlich 6 Stunden arbeiten und 2 Stunden pro Tag fürs Selbststudium. Ja? Und das ist auch meiner Meinung nach das beste Argument gegenüber Ärzten, die sagen, ja, jetzt arbeite ich hier noch ein bisschen länger, mach hier noch mehr Blutabnahmen, mach hier noch ein paar Vigos etc. 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 So, dass man dann noch irgendwie Überstunden macht und dann erst abends um 6, 7 oder 8 Uhr rauskommt. Und das kann man vielleicht auch mal ein paar Wochen mitmachen, ja, vielleicht so 2, 3 Wochen, wenn man jetzt im praktischen Jahr ist. Aber irgendwann muss man dann auch einen Punkt machen und sagen, okay, nee, jetzt kommt auch die große Prüfung, das dritte Staatsexamen. Ich muss jetzt auch ein bisschen selber studieren, ich muss selber nochmal ordentlich was nachlesen, was lernen. Ja, auch das, was wir vielleicht die letzten Tage gemacht haben. Und dafür hat in der Regel dann auch jeder Stationsarzt Verständnis und dann kommst du in der Regel pünktlich aus deinem Praktikum. Deswegen, also zeig Engagement, zeig, dass du auf jeden Fall was lernen willst, dann wird dir nämlich auch sehr viel beigebracht und gezeigt, aber übertreib's auch damit nicht, sondern sag dann eben auch mal, okay, ich muss jetzt heute ein bisschen früher gehen, um noch ein paar Sachen nachzulegen. So, was mich jetzt noch interessieren würde, wie war es bei euch im Praktikum? Ich bin mir sicher, dass die meisten von euch schon mal ein Praktikum gemacht haben und da würde mich jetzt eben interessieren, habt ihr da viel Learnings, also viel gelernt von euren Vorgesetzten oder habt ihr da eher, sag ich mal, die niederen Aufgaben irgendwie erledigt und seid danach dann, sag ich mal, so ein bisschen unzufrieden vielleicht nach Hause gegangen, ja? Habt ihr Überstunden gemacht, seid ihr früher rausgekommen? Schreibt mir das doch bitte gerne alles mal unten in die Kommentare, würde mich interessieren. Dann können wir uns vielleicht hier noch ein bisschen über die Praktika austauschen und alle noch ein bisschen dazulernen. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren und hier links unten die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ansonsten abonniert auch mal den Andrew Carrido hier hinter der Kamera. Der hilft mir immer mit meinen Videos hier. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn machen würde. Er macht auch coolen Content. Instagram, YouTube, beide Kanäle unten in der Infobox verlinkt. Ansonsten könnt ihr auch gerne mal bei mir vorbeischauen. Auch mein Instagram-Kanal, da poste ich auch immer einiges, wo ich gerade bin, was ich gerade mache. Wenn euch das interessiert, dann checkt den auf jeden Fall mal aus. Auch unten in der Infobox. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Euer Doc Mo. Ciao.